für Sie tun? Entschuldigen Sie die Störung, aber ich muss ganz dringend mit Sophie sprechen. Ich komme aus München. Mit dem Taxi? Sophie und ich sind gemeinsam zur Schule gegangen und sie ist meine einzige Freundin. Musikvideos gucken im Internet. Man muss auf dem Laufenden bleiben, wenn man mit den Kids von heute reden will. Und wo wir jetzt einen tollen Anschluss haben? Du hast Besuch. Eva. Sophie. Häschen! So eine Überraschung. Ich dachte, du studierst in Heidelberg. Oder war es Hamburg? Das hat sich zerschlagen. Sag mal, hast du ein paar Minuten Zeit für mich? Herr Logo, komm, wir gehen in die Küche, ich hab irgendeinen Hunger. Hallo Sophie, wie stellt man das Gedudel ab? Habe ich Ihnen doch erklärt. Erst auf Start gehen mit der Maus, dann auf Beenden klicken und dann auf Herunterfahren. Das interessiert mich alles gar nicht, Frau Labern. Die Frage ist, wie es kommt, dass der Mensch überhaupt was gefunden hat. Das war doch alles in der Bilanz versteckt. Nein, nein, schon gut. Rufen Sie ihn an, sagen Sie, ich komme in 10 Minuten und werde das alles aufklären. Ja, wieder. Herrgott! Scheiße, ey. Manni! Quark mit Schnittlauch. Willst du auch ein Brot? Oder ein Wasser? Nein, danke. Obwohl, gegen was Stärkeres hätte ich nichts einzuwenden. So was Irres. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Zufall. Als Georg mich seinen Eltern vorgestellt hat, habe ich dich auf dem Fahrrad vorbeiradeln sehen. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist doch die Sophie. Es gibt keinen Zufall. Also, was ist los? Probleme? Probleme ist gar kein Ausdruck. So schlimm. Am Samstag soll ich heiraten. Sehr tragisch. Wo denn? Hier in der Kirche. In Kaltental? Das ist doch toll! Und wer ist der Glückliche? Der hat ziemlich viel Geld und ist total verliebt in mich. Was sonst? Die Jungs waren ja schon immer scharf auf dich. Schon damals im Heim. Weißt du noch, wie die Heimleitung dich mit dem Udo erwischt hat oder wer das war? Setz dich. Ja, die Männer. Genau, das ist das Problem. Danke. Ich habe mir mein Studium in einer Piepshow verdient. Und naja, wie das so ist. Ich bin ein Callgirl. Ach du Schande. Entschuldige. Entschuldige. Ja, schon gut. Ich will ja raus aus dem Milieu. Und da kam ja Georg gerade recht. Und er weiß nichts von deinem... Und da er sowieso darauf besteht, dass ich aufhöre zu arbeiten, wäre das nie rausgekommen. Und jetzt hast du es doch rausgekriegt. Nicht er. Eine alte Flamme von ihm, nehme ich an. Oder eine aus dem Milieu. Hier, das war heute früh bei mir im Briefkasten. Zahle 10.000 Euro oder ich sage G, dass du eine Nutte bist. Hinterlegen Sie den Umschlag im Schlüsselfach 6 von der Pension Ochsenwirt. Und noch vor der Hochzeit, sonst lasse ich Sie platzen. Ins Schlüsselfach vom Ochsen. Was soll ich denn machen, Sophie? Das Geld hätte ich ja zur Not. Aber dann geht es doch immer weiter, wie man weiß. Und morgen nach der Standesamtlichen kann sie oder er mich doch erst recht erpressen. Oh, Mist. Ich könnte es Georg natürlich vorsichtig beibringen. Wie heißt denn der hinten? Vielleicht kenne ich den. Dahlberg. Georg Dahlberg. Mhm. Sein Vater hat eine gutgehende Dachdeckerei in Kaltental. Ja, den kenne ich. Der fährt jedes halbe Jahr einen anderen Sportwagen. Ich sage, er hat Kohle. Blöde Frage, aber liebst du ihn eigentlich? Sagen wir, ich brauche ihn. Sonst schaffe ich das nie daraus. Also an deiner Stelle würde ich nichts sagen. Männer sind komisch, was sowas angeht, vor allem hier in der Provinz.
Welcher Idiot steht auf meinem Parkplatz? Der Herr vom Finanzamt. Wo ist der? Im hinteren Büro. Aha. Herr Wöller, nehme ich ja, an. Ja, richtig. Und Sie sind vom Finanzamt. Schranz, ja. Ich nehme an, Ihre Sekretärin hat Sie informiert. Es geht um diverse fehlende Belege für Das insgesamt werden wir gleich haben, Herr Schranz. Ja. Wahrscheinlich geht es um den Gebrauchtwarensektor. Nein, Herr Wöller, es geht um genau zu sein um Eigentlich würde ich Ihnen ja gerne einen Kaffee anbieten wollen, aber meine Sekretärin ist leider im Mutterschutzurlaub, typisch. Wie wäre es mit einem Gläschen Shampoos? Ja. Nein, also alles in allem 44.000 Euro, die als allgemeine Betriebskosten gebucht sind. 44.000 Euro? Ja. Die Beträge wurden monatlich gebucht, 4.000 pro Monat und in bar entnommen. Ja. Im Autohandel läuft viel in Cash, nicht? Ja. Ja, ich fürchte, ich brauche auch die Bücher von den Vorjahren. Was? Ja. Also jetzt reicht's mir. Meinen Sie, ich weiß nicht, was hier gespielt wird? Steuerprüfung, ja. Kurz vor den Wahlen? Ja, geben Sie doch zu, dass Sie von der Opposition geschickt worden sind, um bei mir nach Leichen im Keller zu suchen. Ich verwehre mich entschieden gegen eine derartige Unterstellung. Verwarnen Sie sich doch, wo Sie wollen, ja? Mich müssen Sie jetzt entschuldigen. Ich muss ins Rathaus. Und wenn ich wiederkomme, will ich Sie hier nicht mehr vorfinden. Weil sonst muss ich Anrufe tätigen, an höherer Stelle. Und da sehen Sie ganz schlecht aus. Wo kann ich Sie später erreichen? Ich versuche mal rauszukriegen, wer da dahinter steckt. Wie denn? Lass mich nur machen. Der Ochsenwirt ist kein allzu großer Laden. Das dürfte zu schaffen sein. Vorsicht, sie kommt. Na, alle Probleme gelöst? Probleme? Eva heiratet morgen um 10 Uhr auf dem Standesamt. Wir sind eingeladen. Am Samstag zur kirchlichen Trauung auch. Schön. Wie eine glückliche Braut siehst du allerdings nicht aus. Naja, ich bin eben ein bisschen nervös. Lassen Sie uns nur machen, Schwester. Sie haben jetzt genug am Hals, wenn es klappt mit Ihrer Kandidatur. Haben Sie gesehen, die Wahlplakate von der Opposition wurden schon überklebt. Ja, der Lehmann war wohl ein bisschen voreilig. Wir wissen ja noch gar nicht, ob es nicht doch zu spät ist. Viel Glück. Ihnen auch. Also ehrlich, Sophie, als angehende Nonne so zu lügen. Ich habe nicht gelogen. Am Samstag heiratest du, oder? Außerdem, so wie ich Schwester Lotte kenne, hätte sie dir bestimmt gesagt, dass du es deinem Bräutigam beichten sollst. Und was dann? Nein. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ich rufe dich an, sobald ich weiß, wer dahinter steckt. Das wäre nicht das erste Ding, das wir zusammen geschaukelt hätten. Hm? Danke. Mach's gut. Sophie, halt! Ich komm mit. Mir ist lieber, ich fahr mit dir zum Kindergarten. Dr. Richter ist sicher längst in der Praxis. Vergiss ihn einfach. Das versuche ich doch auch. Naja, wenn ich mal in Köln bin. Was ist denn nun schon wieder los? Dauernd passiert hier etwas. Aber mir sagt ja keiner was. Was willst du denn wissen? Agnes, wer war diese merkwürdige Person? Keine Ahnung. Weißt du was? Wir gehen heute Abend mal zusammen aus. Ins Kino oder so. Ich soll das überkleben. Das richte ich dem Herrn Bürgermeister gerne aus, Herr Regierungsdirektor, ja. Einen Moment bitte. Guten Morgen. Ein Direktor Manteuffel von der Oberfinanzdirektion. Bin ich da? Nein, tut mir leid, das war er doch nicht. Ja, bitte, keine Ursache. Was haben Sie denn mit Ihrem Steuerprüfer gemacht? Das war der Chef von ihm. Und ich soll Ihnen ausrichten, dass auch für Bürgermeister die Steuergesetze ihre Gültigkeit hätten. Ach ja? Und dass die Steuerprüfung so lange fortgesetzt wird, bis alle Unklarheiten beseitigt seien. Vergessen Sie es. Erklären Sie mir lieber, wieso die Wahlplakate von Heinz Lehmann überklebt werden. Ach ja? Ja, das 4 Wochen vor der Wahl. Ja, Herr Wöller, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Was soll das? Was gibt's denn da zu lachen? Sie kommen zu spät zur Sitzung. Verlabern. Jetzt reißen Sie sich zusammen, ja?
Naja, Heinz Lehmann hätte ja sowieso gegen Sie verloren, wie jedes Mal. Und vielleicht haben Sie ja einen besseren Kandidaten gefunden. Naja, also statt sich hier in politischen Spekulationen zu ergehen, schaffen Sie mir lieber den Money hier. Den Money? Wieso? Diese jugendlichen Randalierer sind doch noch immer bei den Nonnen, oder? So viel ich weiß, ja. Ja, dann schaffen Sie ihn her. Er hätte mir heute früh beinahe die Stoßstange abgerissen. Und das im Wagen seines Vaters. Und ohne Führerschein. Ach du Schande. Genau. Es dreht nicht um den heißen Brei herum. Wer heißt wer? Na komm, sag schon, du musst es doch wissen. Lasst euch doch überraschen. Aha. Die Herren Gemeinderäte beim Intrigenschmieden. Was für ein Bild. Wie im alten Rom. An den Iden des März. Auch du, mein Sohn Brutus? Ich war bis gestern in der Klinik. Ich weiß von nichts. Red doch keinen Scheiß, natürlich weißt du es. Ihr alle wisst es, ja? Ne, ich wieder nicht. Wer hat mir eigentlich die Steuerprüfung auf den Hals gehetzt? Jetzt hör auf, wir sind in Kaltental und nicht im alten Rom. Na, wie ihr wollt. So alles für die Katz, weil ich meine, 4 Wochen vor der Wahl, einen Wahlkampf anzuzetteln, ist von Haus aus sinnlos, ja? Und die Frist für eine Aufstellung zur Wahl ist längst überschritten, also das rege ich mich auf. Also, schreiten wir zur Tagesordnung. Punkt 1, Kloster Kaltental. Da die Klosterverwaltung auch auf die 3. Anmahnung der Rechnung vom 2.2. nicht reagiert hat und auch die Zwangsvollstreckung nichts bewirkt hat, beantrage ich, den Laden zu schließen. Also, irgendeiner dagegen, dass wir endlich den Baugrund für unser Kongresszentrum kriegen? Ehrlich, Wolfgang, treib's nicht so weit. Das Kloster ist älter als die Stadt. Also, einstimmig verabschiedet. Mit 2 Gegenstimmen verabschiedet. Nächster Punkt. Das weiß ich auch nicht, Manni. Aber ich denke, es ist besser, du kommst jetzt hierher und entschuldigst dich. Ja, ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Nein, ich sag keinem was. Bis gleich. Schwester Lotte, ich bin begeistert. Endlich kriegt Wöller den Gegner, den er verdient. Ach, Sie wissen schon. Heinz Lehmann lässt alle Plakate überkleben. Haben Sie es nicht gesehen? Ach, mir passt das gar nicht. Herr Schäufele hat vorhin gesagt, die Zeit wäre schon längst abgelaufen. Ach, der Herr Schäufele. Ach, dann stimmt das gar nicht. Ja, eigentlich schon, aber haben Sie den Antrag dabei? Ja. Geben Sie her. Die Herrschaften tagen nämlich gerade. Und das wollen wir doch gleich klarstellen. Jetzt gleich? Schwester, wissen Sie eigentlich, was als Punkt 1 auf der Tagesordnung steht? Kloster Kaltental. Wöller möchte alle ihre Versorgungsanlagen lahmlegen. Sehr witzig. Und das hier ist heute Morgen aus Ihrer Zentrale in München gekommen. Ich habe es Wöller noch nicht gezeigt. Ich wollte erst mit Ihnen reden. Ja, es wird ernst, Schwester. 4 Millionen sind zwar viel Geld, aber bei dem Bauvolumen ist es dem Hermann Huber und seinen Amigos egal. So viel Geld kann er doch nie erwirtschaften. Na klar, das holte sich vom Denkmalschutz und von der Strukturförderung des Landes zurück. Tja, wenn das so ist, dann bleibt mir nichts anderes übrig als die Qual der Wahl. Informieren Sie die Herren. Es kann aber noch eine Weile dauern. Ich bin nebenan in der Stadtkirche. Sie geben mir Bescheid, wenn es soweit ist. Und mit dem lieben Gott als Wahlhelfer kann eigentlich nichts passieren. Der liebe Gott hat mit der Politik nicht allzu viel Mut, leider Gottes. Aber dagegen haben kann er doch eigentlich auch nichts. Wenn endlich einer mit diesem Sumpf ein Ende macht. Und so wie ich denke, viele hier. Danke, Frau Laber. Wie geht's eigentlich mit Ihrem Mann? Er frisst mir aus der Hand. Und das sage ich dir. Auch nach der Wahl wird es im Gemeinderat einige Veränderungen geben. Weil ich es satt habe, bis hier oben hin, dass du mir ständig Knüppel zwischen die Beine wirfst. Das ist der Sinn von einer Opposition. Opposition. Und wenn du den großen Diktator spielen willst, dann lass dich doch in einer Bananenrepublik zum Bürgermeister wählen. Ach, was reg ich mich überhaupt auf? Ich gehe jetzt. Danke, Sie haben kurz unterbrechen. Kaltental ist eine Bananenrepublik, ja? Nur mit dem Unterschied, dass hier keine Bananen wachsen, sondern nur Pflaumen und Fallobst. Ach, mit dir rede ich doch überhaupt nicht mehr. Ja, kannst du ruhig prozessieren. Meine Herren, wir haben einen neuen Kandidaten. Was? Und ich dachte, wo Sie alle so gemütlich beisammen sind, könnten Sie doch gleich über den Antrag abstimmen. Charlotte Albers? Wer soll das sein? 3-mal dürfen Sie raten. Charlotte? Schwester Charlotte, genau. Die Nonne? Ja.
Ich denke, eine Abstimmung erübrigt sich, weil, wie gesagt, der Termin für die Anmeldung einer Kandidatur, Herr Kollege, ist längst verstrichen. Moment, Wolfgang, nicht so schnell. Das war eine Formsache. Genau. Da ich meine Kandidatur zurückgezogen habe, stehst nach Adam Riese nur noch du zur Wahl. Wie in einer Bananenrepublik. Also können wir uns die Wahl schenken, ohne Gegenkandidaten. Das ist die erste gute Idee, die du in 10 Jahren hier vorgetragen hast. Die erste. Nur, in dem Fall sieht die Satzung vor, dass alle Anträge berücksichtigt werden. Bis 7 Tage vor der Wahl. Richtig. Ich brauche das nicht. Ja. Gut. Bitte. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber ohne mich, ja? Macht euren Dreck alleine. Ihr könnt mir dann das Ergebnis mitteilen. Bei Gelegenheit. Und Sie kommen mit. Ja. Ich bin's schon wieder. Und ich nehme alles zurück, was ich heute Morgen in der Frühmesse zu dir gesagt habe. 4 Millionen. Judas hat dich für 30 Silberlinge angeschwärzt. Kannst du mir sagen, was du mit 4 Millionen anstellen willst? Falls die Mutter Oberin überhaupt verkauft. Du wirst mir sicherlich verzeihen, wenn ich da nicht mehr mitmachen möchte. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du mich hierher geführt hast, damit ich klein beigebe. Gerade jetzt, wo wir sehen, wie es weitergehen kann. Und wenn du möchtest, dass ich mich zur Wahl stelle, dann könntest du ja die Herren vom Gemeinderat dementsprechend erleuchten. Tatsächlich. Ich dachte, die Frau Laban verkohlt mich, als sie sagte, dass sie in der Kirche warten. Dass sie sich noch unter die Augen ihres Schöpfers trauen. Es ist auch ihr Schöpfer. Und wenn, dann hat er keinen Grund, besonders stolz zu sein auf seine Werke, wenn ich sie und mich so anschaue. Ein herzkranker Lokalpolitiker mit einem Cholesterinspiegel so hoch wie dieser Kirchturm hier und eine Betschwester, die glaubt, ihren politischen Ambitionen nachgehen zu müssen, obwohl sie vom wirklichen Leben keine Ahnung hat. Wenn Sie mit dem wirklichen Leben Ihr Leben meinen, dann haben Sie recht. Und Sie glauben, wenn Sie ins Rathaus einziehen, dann wird wie durch ein Wunder alles anders. Dazu bedarf es keine Wunder. Nur Gott vertrauen. Und eine Portion Selbstbewusstsein. Das mit dem Gottvertrauen verstehe ich, ja. Natürlich. Aber ist es nicht ein anderer Ausdruck für Selbstüberschätzung? Maßlose Selbstüberschätzung. Und eine blanke Absolution für Versagen. Egal, wie viel Mist man baut, liebe Gott wird schon richten. Und wenn nicht, dann, naja, war es eben sein Wille. Es läuft im Leben nicht immer alles so, wie man es möchte. Aber wenn man es in bester Absicht macht und nicht aus politischem Kalkül oder Profitgier, was meinen Sie? Sie wollen nicht kapieren, Schwester. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Egal, wie der Gemeinderat entscheidet, lassen Sie die Finger davon. Weil bis jetzt war ich ja noch nett zu Ihnen. Aber falls Sie sich auf meinen Stuhl im Rathaus setzen wollen, tja, dann tut es mir leid. Dann kann ich keine Rücksicht mehr nehmen. Oh, entschuldigen Sie mich. Vergessen, das Handy auszuschalten. Ja? Ja? Also dann, naja. Entschuldigung, aber das war Frau Laban. Sie lässt ihn ausrichten. Ihre Kandidatur ist offiziell. Mit einer Stimme Mehrheit. Tja, eigentlich sollte ich Ihnen an dieser Stelle gratulieren, aber ich tue es nicht, weil ich glaube, diesen Tag werden Sie noch bitter bereuen. In der Kirche streitet man nicht. Streitet man nicht. Ich gratuliere.
Lieber Himmel. Ich hoffe, du weißt, auf was wir uns da eingelassen haben. Woher wusstest du? Meine Lieblingsvogel. Ich wollte nur sagen, es tut mir leid wegen der Sache heute Morgen. Also ich habe ja versucht, ihnen auszuweichen, aber dann sind sie aus der Ausfahrt rausgeschossen und... Ah ja, ich bin schuld. Naja. Sicher, ich bin schuld. Aber ich habe einen Führerschein. Mein Auto gehört mir und nicht meinem Vater. Bitte, Sie wollen es doch wohl nicht meinem Vater. Nein, weil ich denke, wir können das unter uns Männern regeln, nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Also... Kann ich Sie kurz sprechen? Was gibt's, Schwester? Die ist von Ihnen, stimmt's? Wie? Das ist Ihre Handschrift. Dieselbe wie auf der Tageskarte. Und ich hätte größte Lust, damit zur Polizei zu gehen. 10.000? Ach du liebes Bisschen. Das ist Erpressung. Also, ich warne Sie. Also jetzt beherrschen Sie sich, ja? Erstens habe ich die Karte nicht geschrieben und zweitens... Wer dann? Bitte, ich muss das wissen. Geben Sie her. Wer? Sie gehen jetzt lieber. Die Limo geht auf mich. Ihre Kollegin? Der Wirt? Jemand aus der Küche? Sag mal, Moni, hast du sie noch alle? Was denn? 10.000 Euro von der Braut von Georg erpressen? Moni! Schwester? Wie geht's Barbara? Gut. Sind Sie sicher? Ich weiß nur, dass sie sich in unser Schwesternhaus nach Köln versetzen lassen will. Warum, können Sie sich ja wohl denken? Ja, ich kann mir denken, dass man sie gegen ihren Willen aus Kaltental wegschaffen möchte. Der Gedanke, dass sie lieber geht, als weiter ihren Annäherungsversuchen ausgesetzt zu sein, der Gedanke kommt Ihnen nicht. Warum sagt sie mir das nicht selbst? Und Sie wollen ihre Freundin sein. Ich bin Ihre Freundin. Dann geben Sie ihr den Brief, bitte. Ich baue den CD-Brenner ein für Sophie. Was ist denn das schon wieder? Damit können wir dann mit DSL Highspeed-mäßig Lieder aus dem Internet runterladen und dann mit dem Teil hier auf CD brennen. Ach, verstehe. Ist irgendwas? Nee, was soll sein? Du wirkst so nervös. Nee, alles in Ordnung. Ach, meine, ich wollte dich etwas fragen. Mich? Wenn ich mich zur Bürgermeisterwahl aufstellen lassen würde, würdest du mir deine Stimme geben? Ja klar, das wäre ja der Wahnsinn. Wahnsinn. Dachte ich's mir doch. Grüß Gott, Schwester Hildegard. Würdest du mich bitte mit der Mutter Oberin verbinden? Ja, von mir aus auch per Computer.
Aber es müsste heute noch sein oder allerspätestens morgen früh, sonst ist es zu spät. Danke. In Ewigkeit, Arno. Ist noch was? Ich kann das nicht, Schwester. Hier. Ja, und? Ja, der Wöller hat mich so unter Druck gesetzt, weil ich habe doch mit dem Auto von meinem Vater seinen Wagen geschrammt und dann... Was will der Wöller mit unserem Briefpapier? Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, aber die Frau Laban hat mir erzählt, dass er Steuerprüfer in der Firma hat. Er will das Finanzamt bescheißen. Bescheißen. Ja, und wie? Na, mit einer Spendenquittung. Fürs Kloster zum Beispiel. Der kann das irgendwie von der Steuer absetzen. Mein Vater macht das auch so mit diesem Kerl vom Dackelzüchter-Dings. Verstehe. Da, nimm's. Was wird das jetzt? Politik. Man weiß ja nie, wozu es gut ist. Das war kein Witz eben, oder? Sie wollen wirklich als Bürgermeisterin kandidieren. Wahnsinn, was? Siehst du, du kannst doch wieder lachen. War ja auch so komisch, wie am Ende des Films die ganze Hochzeit ins Wasser gefallen. Das fand ich überhaupt nicht komisch, weil wenn ich Pech habe, passiert morgen das Gleiche mit Eva. Die Freundin von dir, die heute Mittag im Kloster ja, war? Ja, da bahnt sich eine Katastrophe an. Aber das soll uns nicht den Abend verderben, komm. Muss es im Ochsen sein? Ja, warum erzähle ich dir später? Komm jetzt. Die Torte. Tagesmenü ist aus, Mist. Aber wie wär's mit Puddenleber? Moni, jetzt sag mal, spinnst du? Barbara? Barbara! Hier. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Sophie! Entschuldigung, Mist gebaut. Meine Freundin, wie? Ja, gleich ziehen. Und? Bitte fahren Sie los, Schwester. Wohin fahren wir eigentlich? Aufs Standesamt. Ich glaube, die Hochzeit platzt. Jetzt erzähl schon, was los ist. Allein? Wo sind die anderen? Ich dachte, wir kommen zu spät. Das war's dann wohl. Komm, wir rufen ihn an. Er wollte mich vom Bahnhof abholen. Ja, vielleicht steht er da noch. Vergiss es. Ach, Evchen. Er liebt mich ein wenig, wie ein Verrückter, gar nicht. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät für eine Aussprache. Ach, das ist doch sinnlos. Der kommt sicher noch. Ist doch erst Viertel nach. Ja, dann sag ihm ein schönes Gruß von mir. Ich hab's mir anders überlegt. Ich bleib da, wo ich hingehöre.
Eva! So, das nächste Brautpaar, bitte. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Wo ist denn Herr Weller? Da hinten. Na? Aha. Es hat geklappt. Perfekt. Also, wir haben einen Deal. Du behältst es für dich. Und ich sage deinem Vater nichts, klar? Alles klar. Wie sieht denn dieses Blatt aus? Jedenfalls hat Eva gesagt, ihr Bräutigam wäre total verrückt nach ihr. Und wenn sie es schaffen, ihn zu überreden, dass er wenigstens noch mal mit ihr redet. Vielleicht klappt es ja dann doch noch. Hoffentlich ist er überhaupt noch da. Wir gehen ja alle. Oh Gott, was für eine Pleite. Du bleibst besser hier. Aber du kannst ja für deine Freundin beten. Das Reden überlässt du diesmal besser mir. Okay, okay. Herzlich willkommen bei der Hochzeit des größten Idioten von ganz Kaltental und Umgebung. Oder wollen Sie mich heiraten? Ich bin frei. Der begehrteste Junggeselle im ganzen Kaff. Grüß Gott, ich bin Schwester Lotte aus Kloster Kaltental. Wie wär's mit einem Tänzchen? Oder spielen Sie Harfe? Sie haben doch Kontakt nach oben. Wie wär's, wenn Sie mit Ihrem Selbstmitleid aufhören würden? Und ein bisschen mehr an Ihre Braut denken. Braut? Ach, Sie meinen diese Nutte? Ich dachte, ich spinne, als die Tochter vom Ochsenwirt mir sagt, was die Frau so alles treibt. Nachts in München. Was eifersüchtige Weibsbilder alles rauskriegen. Ich weiß. Es wäre besser gewesen, sie hätte sich mit Ihnen ausgesprochen. Aber sie hatte Angst, Sie zu verlieren. Das muss man doch auch verstehen, oder? Und sowas sagen ausgerechnet Sie, eine Nonne. Maria Magdalena war auch eine Sünderin. Und Jesus hat sie nicht verstoßen. Kann sein. Aber geheiratet hat er sie auch nicht, soviel ich weiß. Und sein Vater hat nur eine popelige Schreinerei und keine Firma mit über 50 Arbeitern. Wie dem auch sei. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie heiraten sollen. Aber mit ihr reden. Fair und verständnisvoll. Fair? Ich dachte, eine Frau, die man heiraten will, liebt man in der Regel, oder? Ich hab die Frau geliebt, Schwester. Geliebt! Hol sie da... Sie hat mich benutzt wie einen Putzlappen, um ihre Vergangenheit aufzuwischen. Liebe Herr Dahlberg, Liebe ist etwas anderes. Es geht nicht, Schwester. Bald weiß es jeder in der Stadt und wie stehe ich denn da? Schade. Eva hätte eine Chance verdient. Aber nicht bei mir. Wiederschauen, Schwester. Gespräch. Ja, Wöller? Ich nehme an, es handelt sich um eine Offerte. Offerte? Welche Offerte? Herr Wöller, Sie müssten meinen Fax heute früh erhalten haben. Für 4 Millionen sind wir bereit, Ihnen Kloster Kaltental zu überlassen. 4 Millionen? Na dann viel Glück. Oder glauben Sie im Ernst, dass die Gemeinde damit macht? Das ist jedenfalls mein letztes Wort. Aha, da, Herr Witterwind. Jetzt verstehe ich. Sie hebeln Ihre Schwester Lotte auf den Bürgermeistersessel und dann wird die Gemeinde abgezockt, da strich man mal. Bürgermeistersessel? Was reden Sie da? Na, tun Sie doch nicht so. Sie wissen genau, was ich meine. Aber das eine sage ich Ihnen. Da können Sie noch so viele Kerzen anzünden. Ihr trojanisches Pferd wird nicht Bürgermeisterin. Die Wahl gewinne ich. Und zwar mit links. Wenn diese Intrigennummer publik wird. Herr Wöller, ich lege auf. Rufen Sie mich an, wenn Sie wieder nüchtern sind. Schwester Hildegard! Ja? Wann hat Schwester Lotte angerufen? Vor etwa einer Stunde. Keiner da am anderen Ende. Das verstehe ich nicht. Ich habe extra vor 10 Minuten noch mal angerufen, damit auch ja alles klappt. Versuchen Sie es weiter.
Ja! Sonst noch was? Nein, nein, ist schon gut. Der Computer spinnt mal wieder. Fußball! München? Auf den Strich? Nein, das geht nicht. Ich hab's verbockt, dann gehe ich. So weit kommt's gerade noch. Ich gehe doch nicht alleine. Endlich! Schwester Hildegard ruft ständig an. Die Mutter Oberin will dich sprechen. Ja, gleich. Nicht Telefon. Computer. Schau, dass du den Wachtmeister Meier aufschreibst. Meier? Sie war mit dem auf den Strich? Ja, sicher ist sicher. Nun mach schon. Was soll ich ihm sagen? Alles, was du willst. Hauptsache, es ist keine Lüge. Gelobt sei Jesus Christus. Entschuldigen Sie, aber ich muss... Sparen Sie sich Ihre Ausreden. Sagen Sie mir lieber, dass das nicht wahr ist. Herr Wöller behauptet, Sie hätten vor, Bürgermeisterin zu werden. Schade. Ich hätte Ihnen das lieber selber gesagt. Dann stimmt das also. Schwester, sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Das war nicht meine Idee. Sie wurde an mich herangetragen. Von den Bürgern der Gemeinde Kaltental. Schön für Sie. Aber dass Sie sich und unsere gesamte Kongregation damit dem Gespött preisgeben, das interessiert Sie nicht. Ganz zu schweigen von den Konsequenzen eines solchen unverantwortlichen Abenteuers. Entschuldigen Sie, ehrwürdige Mutter, aber ich habe das im guten Glauben getan, dass unsere Abmachung immer noch gilt. Sie haben uns 3 Monate Zeit gegeben, um unser Kloster zu retten. Wir haben einen Businessplan erstellt. Und nächste Woche können wir die Schulden an die Gemeinde zurückzahlen. Und jetzt muss ich hören, dass Sie uns bereits aufgegeben haben. 4 Millionen, das ist sehr viel Geld. Und ich habe nicht gedacht, dass ich... Woher wissen Sie denn das schon wieder? Wöllers Sekretärin ist auf unserer Seite. Nach menschlichem Ermessen kann ich die Wahl kaum gewinnen. Aber ich könnte ein Zeichen setzen. Und ich kann unser Kloster retten, ohne Ihnen auf der Tasche zu liegen. Meinen Sie, mit Ihrem politischen Abenteuer erreichen Sie mehr? Ja. Vor allem durch den Wirbel, den wir in den Medien erzeugen. Eine unbezahlbare Werbung in eigener Sache. Mehr wert als 4 Millionen. Ich muss das mit dem Bischof klären. Immerhin gibt es bei uns so etwas wie Trennung von Staat und Kirche. Und eins ist Ihnen klar. Falls Sie die Wahl gewinnen sollten, müssen Sie Ihr Ordensgewand ablegen und austreten. Ich glaube zwar an Wunder, aber das dürfte doch um einiges schwieriger sein, als Wasser zu Wein zu verwandeln. Entschuldige. Also dann, in Gottes Namen. Danke. Ich muss mein Angebot an Wöller sowieso zurückziehen. Sonst entsteht noch der Eindruck, dass Sie mit Ihrer Kampagne die Gemeinde um 4 Millionen erleichtern wollen als Bürgermeisterin. Sie können abschalten. Ja. Nein, nicht jetzt, Schwester. Aber versuchen Sie, seine Exzellenz zu erreichen. Ich liebe dich. Alles klar. Ich habe Meier endlich erwischt. Er kommt. Aber ich habe ihm nicht gesagt, worum es geht. Das müssen schon Sie ihm beibringen. Was wollen die denn hier? Grüß Gott, ich bin Schwester Lotte. Schranz. Entschuldigen Sie den Überfall, Schwester, aber... Dieser Herr... Schranz, Finanzamt, Abteilung Steuerprüfung. Ja, der will mir partout nicht glauben, dass ich Ihnen letztes Jahr 44.000 gespendet habe. Alles in allem. Ach ja? Was? Ja, ja. Ja, ist Ihnen dieser Beleg bekannt? Hm. Das ist unser Briefpapier. Und es stimmt, es ist eine Spendenquittung an Herrn Wöller. Wieso? Dann ist das etwa in Ordnung? Ich wüsste nicht, warum nicht. Na, haben Sie das gehört? Eine Frage noch. Warum wurde das alles in bar abgewickelt? Herr Schranz, Sozialhilfeempfänger und Gäste der Suppenküche haben in der Regel kein Bankkonto. Zufrieden? Darf ich die Herren auf einen Klostergeist einladen? Danke, aber ich habe noch zu tun. Na ja, dann. Bis morgen. Bis morgen. Danke, Schwester. Das war knapp. Sie haben uns keine Spende gegeben. Wie können Sie so lügen, Schwester Lotte? Ich habe nicht gelogen.
Ich habe lediglich bestätigt, dass es eine Spendenquittung ist, auf unserem Briefpapier. Sehr raffiniert. Ja, Schwester, eine Hand wäscht die andere. Sie haben mir aus dem Schlamassel geholfen. Dafür werde ich den Unsinn mit Ihrer Kandidatur vergessen und die Presse zurückpfeifen. Ach, Sie haben die Presse informiert. Ja, entschuldigen Sie, Sie wollten den Krieg, nicht ich. Aber schwamm darüber. Ich glaube, Sie haben mich nicht ganz richtig verstanden. Es war mein voller Ernst, das mit der Spendenquittung. Wir bekommen von Ihnen 44.000 Euro. Was? Ach so? Na klar. Ja, die habe ich mit losen Weibern verjohlt. Ach. Nein, im Ernst. Die kriegt mein Sohn mit seiner Tunesierin und dem Enkelkind. Das ehrt Sie. Ja, ja. Aber das andere war Betrug. Und das können Sie nur auf die Art und Weise wieder gut machen. Ja, Sie glauben doch nicht, dass ich Ihnen auf diese Weise Ihren Wahlkampf finanziere. Och, das ist auch nicht notwendig. Wir haben genug Geld in der Kasse. Aber eine Frage an Sie. Sie sind doch Experte, Herr Wöller. Es sind eigentlich Wahlkampfkosten steuerlich absetzbar? Ja. Gott schütze Sie! Wo bleibt der Meier? Da kommt er doch. Was ist, Schwester? Eigentlich habe ich ja Feierabend. Herr Meier, wir fahren nach München. Nach München? Jetzt? Muss das sein? Es geht um Leben und Tod. Alleine schaffe ich das nicht. Sonst hätte ich Sie kaum hierher bemüht. Wir nehmen meinen Wagen. Also bei aller Liebe, Schwester, ich bin ja gern bereit, die Kollegen in München um Amtshilfe zu bitten. Jetzt lassen Sie nicht die Beamten raushängen, es ist mein bitterer Ernst. Was haben Sie denn vor, um Himmels Willen? Auf den Strich gehen. Was sonst? Was sonst? Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht mitgekommen. Ich hab's Ihnen gesagt. Ja, aber ich hab gedacht, das wäre nichts. Halten Sie mal hier. Ah, ja. Also, was ist jetzt? Kommen Sie? Nein. Schluss jetzt, Schwester. Wir können nicht alle Bumslokale in München abklappern. Herr Meier, jetzt machen Sie doch nicht schlapp. Ich bin Polizist, Herr Gott, noch mal. Sie können mir das nicht leisten. Und schon gar nicht in Uniform. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Ach, übrigens, woher wissen Sie denn so einschlägig Bescheid in diesem Milieu, wenn das gegen Ihre Berufsehre verstößt? Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Na, Kleine, willst du dem Fummel hier strippen oder kommst du von der Halsarmee? Nein, aus Kloster Kaltental. Oh. Ich habe eine Frage. Kennen Sie Eva Manger? Wieso? Ist Ihre Mutter? Nein. Aber der Herr da, der in der Polizistenuniform, das ist Ihr Vater. Und ich kann ihm natürlich gerne bitten, dass er Sie auf dem Revier auch noch in die Mangel nimmt. Ach du Schande, der Eva, Ihr Vater ist ein Bulle? Jetzt sagen Sie bitte, wo sie ist. Na wo wohl, auf der Piste. Piste? Auf dem Straßenstrich. In der Kohlrieder Passage. Jetzt geben Sie es doch auf, Schwester. Jetzt tauchen Sie nicht gleich ab. Ich dachte, Sie kennen keine der Damen. Und wissen Sie, wie spät es schon ist? Ah, ich glaube, das ist sie. Schwester! Herr Gott, noch mal. Frau Manger? Na, Schwester, du bist verkehrt. Was kostet es denn? Was machen Sie denn hier? Frau Manger, ich suche Sie. Bitte gehen Sie. Sophie hat mich geschickt. Das kann ich nicht. Sophie würde mir das nie verzeihen und ich mir auch nicht. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, weil Sie telefonisch nicht erreichbar waren. Bitte, Schwester, das bringt nichts. Ich war bei Ihrem Bräutigam. Und? Du hast aber ein schickes Kostüm. Nein, das ist echt. Und ich bin im Dienst. Das macht gar nichts. Außerdem bin ich schon vergeben. Das macht... Oh. Und?
Was ist? Jetzt gehen Sie ein bisschen spazieren, Herr Meier. Spazieren? Hier? Na, Sie werden doch nicht etwa Angst haben. Nee. Ich sage Ihnen jetzt einfach, was ich denke. Sie haben ein Leben lang immer Menschen gesucht, die Ihnen Ihre Probleme lösen. Egal, ob es eine ehemalige Schulfreundin war oder ein Bräutigam. Aber ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie jetzt Ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Nehmen Sie diese Postkarte als ein Zeichen von Gott. Und haben Sie keine Angst. Sophie und ich helfen Ihnen, dass Sie wieder den Glauben an sich finden. Na, Sie haben leicht reden. Man weiß nie, wozu was Gutes. Gottes Wege sind verschlungen. Eva, Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Alles in allem war es das Beste, was mir passieren konnte. Also mach dir bloß keine Vorwürfe. Ehrlich? Ich habe Schluss gemacht, das stimmt schon. Aber doch nicht mit dem Leben. Das fängt jetzt hoffentlich erst richtig an. Hey, ich mache mein Studium fertig. In Italien bekomme ich bestimmt einen Studienplatz. Oh Gott, und ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wollt ihr euch nicht mehr bei Herrn Meier bedanken? Ohne seine intimen Kenntnisse im Münchner Rotlichtmilieu hätten wir die Eva nie gefunden. Also intim ist ja wohl stark übertrieben, Schwester. Danke, Herr Meier. Gucken Sie nicht so. Als Novizin darf ich das noch. Aha. Danke. Schon gut. Nur wie ich meiner Frau erklären soll, wo ich die halbe Nacht geblieben bin, das ist ein ganz anderes Problem. Herr Meier hat eine Frau? Gottes Wege sind verschlungen.